Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Hier bei unserem Solo-Play. In der letzten Folge haben wir ja hier schwer gearbeitet und haben hier unser Haus ausgebaut. Vielleicht wart ihr auch dabei und habt euch das angeguckt. Ich habe ja hier noch nicht genug Baumaterial gehabt. Jetzt muss ich mir so ein bisschen Überblick verschaffen, denn es ist schon wieder einige Tage her, dass ich hier das gemacht habe. Und als allererstes werden wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen aufräumen. So ein bisschen die Kisten zur Seite rücken und ein bisschen Platz machen in unserer neuen Expeditionsbude hier. Also schön ist das noch nicht da mit der Ecke, dass man da schläft, aber wir fangen mal so an, dass wir das da erstmal reintun. Jetzt tun wir hier schnell alles leer machen. Denn ich habe heute vor, mit euch zusammen den Weg bis zu unseren Nachbarn zu graben. Die Leitern behalten wir mal. Essen müssen wir dringend noch was dazu nehmen. Mal gucken, ja, hier ist ja auch noch eine ganze Menge Zeug. Habe ich hier noch Kisten? Kisten. Sind hier Kisten? Kisten, Kisten. Habe ich ja. Kisten haben wir ja noch. So, machen wir jetzt hier. Mann, die soll es nicht aufgehen. So, machen wir erstmal ein paar Kisten an die Wände. Dann können wir nämlich auch schon aufräumen. Und ja, ich mache es mal ganz wild hier. So ein bisschen fülle ich das mal auf. Wie machen wir das denn? Tun wir erstmal eine Kiste nur mit Blöcken machen. Eine Kiste mit Pflanzen. Pflanzen. Wo sind die Pflanzen? Da. Mein Sortiersystem ist sehr aufwendig. Ah, wir machen natürlich eine Kiste hier für die Bildkraft-Sachen. Dann machen wir eine Werkzeug- und Rüstungskiste. Ja, da geht auch schon wieder alles. Das werden wir noch brauchen. Und das schmeißen wir raus. Das schmeißen wir raus. Das war. Die können wir verbrauchen hier, die Schippe. Schippe werden wir verbrauchen. So. Und den Block nehmen wir noch mit. Jetzt hatten wir ja gesagt, die Blöcke wollen wir erstmal hier vorne rein tun. Alles, was so ein bisschen blockartig ist, wie die Gläser und so. Und da habe ich tatsächlich zu wenig Sachen. Jetzt haben wir hier alles, was von Tieren und Spinnen und Gedönse ist, das tun wir hier rein. Ich glaube, ich hatte ja hier eine Essenskiste gemacht, oder? Nee, aber dann tun wir Essen einfach zu den Pflanzen dazu. Und ja, dann haben wir noch so anderes Grumselbumsel. Was machen wir damit? Brauchen wir eine Kiste. Tja, dann tun wir den Rest einfach hier hinten rein. So, es kommt ja gleich noch hier, die Kiste kommt ja noch dazu. So. Hier ist ziemlich viel Werkzeugzeug und Rüstungen. Dann können wir das schon mal loswerden. Das war, glaube ich, hier. Nee, das ist die. Okay, oh nicht. Da bin ich jetzt noch nicht so richtig zurecht. So, dann werfen wir das alles erstmal hier raus. Oh, hier. Diese ganzen Steinzeugen, die könnten wir eventuell auch an die Nachbarn verkaufen, wenn wir uns endlich bis dahin durchgegraben haben. Dann haben wir hier noch Blockzeugs. Ich weiß, aufräumen ist immer so eine Sache in so einem Let's Play. Denn das ist ja zum Zugucken eher langweilig. Aber ich muss ja auch ein bisschen aufräumen. Das ist eine Pflanze. Das schmeißen wir hier rein. Das kommt hier rein. Jetzt ist auch noch die Musik aus. Das ist ja so mein generelles Problem. Jedes Mal, wenn ich Minecraft spiele und das aufnehme, das räumen wir jetzt später auf. Jedes Mal, wenn ich Minecraft spiele, dann geht mir die Musik aus. Also wenn ich es aufzeichne, meine ich natürlich. So, ein Stack mit Leiter nehmen wir mit. Und wir tun hier so ein bisschen mit dem Glas die Löcher stopfen, die von dem letzten Creeper-Angriff, war das ja glaube ich gewesen, übrig geblieben sind. Wir haben ja oben in dem, im Dach auch noch ein Loch. Sonst ist glaube ich alles zu. Mache ich das da oben zu? Bevor da ein Creeper reinkommt. Wir
Wir stellen einfach ganz viele Fackeln drumherum und hoffen, dass dann die Creeper sich nicht hierhin begeben. Machen wir einfach mal so. Oh, abgestürzt. Was haben wir denn hier noch drin? Hier ist nichts drin. Eisen. Und hier auch nichts. Gut. Dann schieben wir das Eisen mal hier rein. Und ich würde gerne noch ein paar Fackeln machen, bevor wir loslegen. Hier ist noch was Pflanzliches. Blöcke. So. Jetzt haben wir Leitner. Da nehmen wir noch zwei. Nehmen wir zwei Stöcke draus. Ob uns das reicht? Nee, das kriegen wir gar nicht. Kriegen wir gar keinen Stock draus. Doof. Dann holen wir uns halt von draußen schnell was. Wir haben ja noch Hack. Oh, das ist ja hier gar nicht so leicht. Aber wir können uns ja zurück teleportieren. Jetzt gucken wir mal auf unser. Also müssen wir ein bisschen größer machen. Jetzt gucken wir mal, dass wir keine Creeper hier aufrufen. Und Absturz. Tja, was soll ich sagen? Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, jedes Mal, wenn ich ins Wasser falle, dann stürzt mir Minecraft ab. Deswegen müssen wir jetzt hier ein bisschen Vorbereitungen treffen. Und dafür sorgen, dass wir hier nicht mehr ins Wasser fallen, wenn wir hier rüber wollen. Das ist aber eh eine kleine... Naja, ich meine, es ist eh nicht so schlimm, dass wir jetzt hier einen kleinen Steg bauen. Aber ich habe es immer noch nicht geschafft, einen Mod zu finden, mit dem man Holz nur unten abschlägt. Zum Beispiel Timber oder so. Timber läuft ja nicht mehr. Und diesen Tree Capital, den es jetzt da gibt, den habe ich ausprobiert. Der funktioniert bei mir nicht. Das stürzt das Spiel ab. Das liegt auch vielleicht auch an der Mischung zwischen Millionär und Buildcraft, dass das nicht hinhaut. Da muss ich mal gucken, dass ich irgendwie noch was anderes finde. Und ich muss gucken, dass wir hier Bäume nachpflanzen, denn von meinem Server bin ich gewohnt, dass ich keine Bäume mehr nachpflanzen muss, denn der untere Teil des Baumes, der pflanzt sich immer gleich wieder selbst. Und dann vergesse ich das immer hier. Also wir werden jetzt gleich mal gucken, dass wir die Setzlinge, die wir hier raushauen, dann auch gleich wieder pflanzen. Und ich sehe gerade noch was. Ich muss kurz was umstellen, denn ich bin bestimmt wieder hier im friedlichen Modus. Wir wollen ja hier auf einfach, wir wollen auf normal spielen. Und dann werden auch gleich hier unsere Freunde, die Creeperchens, auftauchen, um uns das Leben schwer zu machen. Deswegen müssen wir uns ein kleines bisschen beeilen, dass wir vor denen noch wegkommen. So. Diese Abstürze sind total blöd, denn normalerweise rendere ich solche Folgen hier in 20 Minuten. Wenn ich aber die Folgen zusammenschneiden muss, dann ist es... Da war noch ein Holz, oder? Dann nimmt das wesentlich mehr Zeit in Anspruch und dann muss man halt alles Mögliche kontrollieren, was man sonst halt einfach so machen könnte. So, wollen wir mal gucken hier. Da sehen wir unser Haus. Lustigerweise schwebt das außen so ein bisschen. So. Und hier geht es ganz schön nach unten. Da müssen wir uns erstmal hier runter arbeiten. So. Oh, ein Skelett. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier das Ganze überleben. Monsterchen.
So, dann laufen wir. Ach, ich habe das falsche Holz abgebaut. Oh, hier ist alles voll mit. Hier ist alles voll. Hier ist alles voll mit Monstern. Und lauf, lauf, Forest, lauf. Creeper. Aufgrund des fehlenden Zuganges zu unserem Haus müssen wir jetzt sowieso springen. Schwupp. So, jetzt haben wir hier so ein bisschen Holz gesammelt und hier noch ein bisschen Birke. Mit dem Holz können wir dann nachher die Bude zubauen. Das machen wir aber später. Wir hauen jetzt hier das mal raus. Das ist ein bisschen Pflanzenzeugs. Das können wir bei uns behalten. Naja, gut, dann machen wir einfach gleich das Haus fertig, wenn wir jetzt eh schon angefangen haben. So, dann fangen wir da oben auch gleich an mit. Erstmal gucken, dass hier auch keine Creeper rumlaufen. So. Dann haben wir das hier schon mal zugemacht. Und dann können wir uns dem nächsten widmen. Jetzt haben wir außerdem auch wieder Wolle. So, hier hatten wir ja zugebaut, damit hier keine Creeper reinkommen. Jetzt gehen wir nochmal ganz nach unten. Und hatten wir denn jetzt markiert, wo es zu unseren Nachbarn geht? Ich weiß nicht, wir waren ja hier noch am Durcharbeiten, beim Durchgraben meine ich. Und es ging ja, glaube ich, nach hier hinten, oder? Wir hatten ja hier so ein bisschen vorgearbeitet. Und es ist wirklich ein langer Gang geworden. Schwupp. Ich höre Silberfische. Ne, das sind hier. Oh, die Arme. So, wir hatten uns ja jetzt hier schon halbwegs durchgearbeitet. Ich weiß jetzt gar nicht, die müssen wir gerade mal hier einschalten. Da ist das Dorf mit 270 Meter noch entfernt. Und wir müssen jetzt, glaube ich, hier uns ein bisschen hocharbeiten schon, damit wir über die Lava hinwegkommen. Die hoffentlich jetzt nicht hier uns direkt im Weg ist. Oh, Fackeln sind echt momentan ziemlich selten. Oh, das ist ganz schön rundherum. Haben wir denn schon Steine? Dann hoffen wir mal, dass wir nicht abstürzen. Ah, unten habe ich auch schöne Rohstoffe gesehen. Die holen wir uns später. So, wir arbeiten uns jetzt erstmal hier weiter durch. Da haben wir jetzt Glück gehabt. Da war noch ein Feld nicht besetzt. So. So, wir brauchen dringend Kohle für neue Fackeln. Ich habe jetzt auf dem Weg hierher keine gesehen, aber
Ich hoffe, dass wir jetzt gleich noch auf ein bisschen Kohle stoßen. Ich höre da aber schon wieder Freunde von uns, die in unserer Party mitspielen wollen. So. Wie weit ist es denn noch? 235 Meter. Also 235 Blöcke weit. Aber wir laufen schon mal einigermaßen auf den Punkt zu, wo das Dorf ist. Jetzt kommt hier Eisen. Eisen können wir natürlich gut gebrauchen, aber Kohle wäre jetzt erstmal wichtig. Ne? Und es hört sich ja echt an, als ob die lieben Creeper genau nebenan wären. Jetzt haben wir keine Fackeln mehr. Dann müssen wir nochmal zurücklaufen und mal schauen. Ah, hier. Also Kohle findet man ja eigentlich immer relativ schnell. Man muss nur so eine Stelle finden, dann findet er ganz viel Kohle immer an einer Stelle. Außerdem können wir auch, das hätten wir eben schon machen können, wir hätten auch ein bisschen Holz in den Backofen tun können. Damit bekommen wir nämlich auch Kohle. Da gucken wir mal, ob wir das jetzt nicht noch machen. Haben wir jetzt hier noch irgendwo Kohle rumhängen? Da oben hängt noch Kohle. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Ist ein bisschen hoch, aber wir haben ja noch Steine dabei. Na komm. So. Hauen wir uns gerade noch ein Steak rein. Ach nee, ist ein Kotelett. So, und dann hier Kohle, Kohle. Und dann werden wir auch anfangen, gleich ein paar Maschinen zu bauen. Also ich will dann noch gucken, dass wir es schaffen, wenigstens jetzt noch ein paar Zahnräder in dieser Folge zu bauen. Denn wir müssen ja auch irgendwann mal anfangen. Und ich habe mir jetzt überlegt, wir können dann hier aus unserer Mine heraus schon mal so ein Transportsystem bauen, was uns die Materialien, die wir hier zusammensammeln, schon mal wegtransportiert. Huch, wo kommt der denn her? Nein, wir flüchten. Blöd, Mann. Wir haben ja noch keine richtige Rüstung. Wir haben ja erst Eisenrüstung. Naja, was heißt noch keine richtige Rüstung? Eisenrüstung ist ja schon mal ganz gut. Aber wir müssten gucken, dass wir Diamant bekommen und die auch verzaubert bekommen. Zumindest eine Diamantaxt müssen wir uns bauen, damit wir schon mal Obsidian abbauen können für den Zaubertisch. So, jetzt sind wir gleich hier schon mal bis zur Biege. Vielleicht sollten wir einfach mal gucken, dass wir ein paar Bäume schon mal auf unserer Insel anpflanzen. Da kommen wir schneller dran wie jetzt auf den Nachbarinseln. Das war ja bisher immer so, dass wir da von den Creepern und von den Skeletten ganz schön gestört wurden. Und wenn es bei uns auf der Insel ist und wir dann auch einen Ausgang von unserem Haus haben, den wir benutzen können, dann kommen wir wesentlich schneller an die Bäume dran. So drei hoch hier muss schon sein. Oh, ich bin zu früh abgebogen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich jetzt die ganze Zeit hier am Graben bin und nicht viel anderes mache. Aber es muss ja auch hier ausgeschachtet werden, damit wir dann irgendwann schön eine Bahn durchbauen können und unsere Transportrohre von Buildcraft hier verlegen können. Dafür brauchen wir ja jeweils immer Platz. Und so ein Minenschacht nimmt halt auch ziemlich viel Zeit in Anspruch. Warum liegt es eigentlich? Achso, da hatten wir ja Lava gehabt, genau. So, dann düsen wir mal hier hoch.
Wir hätten ja auch springen können. Ich vergesse das immer. Ich hätte mir eigentlich vorgenommen, öfters diesen Warp zu nehmen, um euch mehr bieten zu können und dass wir schneller durch die Gegend kommen und ich dadurch auch dann irgendwie mehr in einer Folge unterbringe, aber irgendwie vergesse ich das immer. Oh, jetzt haben wir ein bisschen Kohle gesammelt und jetzt müssten wir. Haben wir noch Holz dabei? Genau, machen wir hier erstmal einen Stapel Stöcke. Und gucken mal, ob wir hier noch Holz haben. Haben wir noch Holz? Ja, da wir so wenig Kohle haben, machen wir das jetzt einfach mal so. Ach, jetzt habe ich es genau falsch gemacht. Man darf ja nicht die. Man muss ja auch Holzblöcke. Und jetzt habe ich es falsch gemacht. Komplett falsch. Den brauchen wir. So was Doofes. Komplett falsch gemacht. So, dann tun wir schon mal das Eisen hier rein und machen jetzt erstmal Fackeln. So. Eigentlich kann man ja nicht genug Fackeln machen, aber wir machen das mal so. Und die nehmen wir auch wieder raus. Verteilen die so ein bisschen. Hier so die Hälfte hin und hier die Hälfte hin. So, und dann die. Und dann tun wir hier hin. Jetzt haben wir hier so Fackeln auf jeden Fall dabei. Was haben wir denn jetzt schon für Zahnräder? Wir können schon mal Holzzadel da machen. Genau. Dafür nehmen wir uns wieder das Holz, was wir eben hergestellt haben. Gehen zu unserem Crafting Table und setzen das Holz so in diesen Viererblock hier hin. Und ich bin überrascht. Achso, das waren ja Stöcke, genau. Wir müssen ja Stöcke machen. Ich bin heute etwas unkonzentriert. Da ich heute schon auf unserem Server so lange gespielt habe, da kommt man immer durcheinander. So, jetzt müssen wir hier das hier machen. Da haben wir schon wieder ein paar Holzzahnräder. So und so. Und dann jeweils noch. Hier an die Seiten. Nein, Hälfte. So. So, Holzzahnräder, da haben wir schon mal gebaut. So, dann machen wir die Holzzahnrädchen hier rein und dann könnten wir schon einmal Holzzahnrad brauchen wir ja. Und dann machen wir aus den anderen, machen wir schon mal Stein. Können wir auch Glas gleich mitnehmen. Hier Stein nehmen wir mit und wir nehmen. So, hier Wolle geht nicht. Wir brauchen dann noch normales. Ich weiß, ich habe nur die Hälfte erzählt von dem, was ich vorhabe. Wir tun einen Stapel mal hier reinwerfen. So, und jetzt gehen wir. Was ist hier noch alles drin? Automatic Crafting Table können wir aufbauen. Das können wir schon mal hier reinschmeißen. Hier haben wir noch ein paar Rohre. Da auch. Und die haben noch ein Dia. Männchen. Sand. Sandstein müssen wir noch besorgen. Und so, wir haben hier ja die Zahnräder. Dann können wir sowieso nicht alle umwandeln, sehe ich gerade. Machen wir das schon mal so. Und so. Und damit haben wir auch schon keine Steine mehr. Holz haben wir eh nicht. Das hat sich jetzt nicht so richtig gelohnt. Wir können also noch keine Großproduktion an Rohren starten. Aber wir können mal hier sortieren, was wir jetzt alles schon so haben. Also wir haben ja jetzt eine hölzerne Rohre, haben wir jetzt eine ganze Menge. Das ist eigentlich vollkommener Blödsinn, denn so viele Holzrohre brauchen wir gar nicht. Also das ist viel zu viel. Die braucht man nur als Ausgang. Dann müssen wir halt noch Steinrohre und Sandsteinrohre machen. Und dann gucken wir mal. Also die Steinrohre brauchen wir schon für die Maschine nachher. Die können wir auch mal hier reinlegen. Und dann hatten wir ja hier die Pflanzen reingetan. Ich würde sagen, dann pflanzen wir jetzt schnell draußen mal ein paar Bäumchen, solange draußen keine Monster unterwegs sind.
Wir nehmen jetzt vielleicht ein bisschen Erde mit, dann können wir nämlich auch den Zugang zum Haus schon mal bauen. Vielleicht noch ein bisschen Kies. So. Da war doch gerade noch was am Schweben. Hab ich doch gesehen. So, hier ist Kies. Gucken wir erstmal, dass wir hier den Zugang zum Haus zugänglich machen. Diese blöden Creeper machen halt immer alles kaputt. Immer mal einen Blick auf die, auf den Radar werfen, dass wir hier nicht überrascht werden. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Erde. Ja, kann man aussitzen lassen. So. Hier muss noch Erde hin. Jetzt haben wir nicht mehr genug. Okay. Dann pflanzen wir jetzt hier mal wild ein paar Bäumchen. So groß ist unsere Insel gar nicht. Ich glaube, wir müssen die dann nochmal ein bisschen erweitern. Wir machen mal hier Viererbäume. Vielleicht kriegen wir dann größere Bäume hin, aber die können wir auch nicht abernten, weil wir ja... Die sind eigentlich nur gut, wenn ihr Timber drauf habt oder sowas. Denn das gibt so riesige Bäume. Das lassen wir mal. So, ich weiß, dass nicht so viele Bäume wachsen, aber wir pflanzen jetzt einfach mal alle Setzlinge, die wir haben. Dann können die nach und nach kommen, wenn wir hier so... müssen wir uns da nicht so drum kümmern. Unterm Haus ist schlecht. Unsere Insel bietet aber gar nicht so viel Platz, sehe ich gerade. So, hier vollbauen, hier drüben. Da können wir noch was hinsetzen. So. Jetzt müssten wir Sand haben. Nehmen wir mal das hier ab. Ach, wir hatten uns ja gegen dieses Ding entschieden, weil es einfach kacke gräbt. Entschuldigung. So, dann können wir hier nämlich schon mal Sand für Rohre besorgen. Also es gibt auf jeden Fall Sandsteinrohre. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es auch Sand... Hallo? Ob es auch Sandrohre gab, aber das werden wir uns gleich mal angucken. Wenn es keine Sandrohre gibt, macht es ja auch keinen Sinn, dass wir hier das ganze Zeugs abholen. Aber zur Not können wir es benutzen, um das Haus herum den Boden wieder richtig zu stellen. So, das gucken wir uns jetzt an. Vielleicht machen wir damit auch gerade noch den Boden, sodass wir einen vernünftigen Eingang haben, Loch zu machen. Loch zu machen, Loch zu machen, Loch zu machen. So, wir wollen ja da oben hinkommen, deswegen müssen wir hier eh noch ein bisschen was vorbauen. Das macht die Monsterfront. So. So, 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 so. Ups. So, jetzt kommt man ja wenigstens schon mal ins Haus rein. Jetzt müssen wir als erstes mal gucken, ob wir Rohre bauen können mit Sand. Das bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Wir legen das mal hier hin und ziehen uns einfach mal den Sand hier hin. Das war also nicht so. Wir müssen also Sandstein besorgen. Okay. Dann benutzen wir den Sand halt, um das Haus außenrum wieder einigermaßen in Ordnung zu bringen. So. Monster. Sehr erstaunlich. Kein Monster. Da hätte ich ja schon fast wieder die Befürchtung, dass wir wieder God-Mode anhaben. Oder, also nicht God-Mode, sondern friedlich. Aber das kann ja nicht sein. Die haben wir eben erst ausgeschaltet. So. Zu wenig Sand. Da drüben ist Sandstein.
Dann gucken wir uns nachher mal an, ob wir da vielleicht noch. Wir sollen ja noch eine Tür rein, die ist ja leider zerstört worden. Dann gucken wir uns nachher mal an, ob wir zum einen da oben das Loch zumachen, damit es nicht andauernd reinregnet. Und zum anderen, dass wir jetzt noch ein paar, dass wir wenigstens schon mal anfangen können, eine Maschine zu bauen. Dafür brauchen wir ja so einen Motor. Den werden wir in der nächsten Folge bauen. Denn leider ist die Zeit schon wieder vorbei und ich habe leider nicht so viel geschafft, wie ich wollte. Tut mir leid. Ich hoffe, es hat euch dazu ein bisschen gefallen und ihr hattet Spaß beim Zugucken. Schreibt mir bitte was in die Kommentare und ja, ich freue mich darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss.